Mann, bist du schön geworden. Pilz. Pilzkorb. Okay, der Pilzkorb, ja. Der tolle Boss hier drinne, der auch nochmal einen kleinen Zacken schärfer ist als sonst. Also jedenfalls die Schnecke, sag ich mal. Ja. Ich gehe meiner üblichen Taktik. Der hat keine Feuerschwäche, was mich wundert, ehrlich gesagt. Und jetzt können wir auch Schild gebrauchen und sowas. Ja, denn der Boss ist eine klitzekleine Besonderheit. Und zwar, ja, er heilt sich, wenn wir uns auch heilen. Das kommt schlecht, weil er heilt sich extrem. Also, solange wir uns nicht heilen, heilt er sich auch nicht. So lange können wir ihn besiegen. Und, ja. Ich meine, wir können ihn auch besiegen, wenn er sich heilt, natürlich. Aber... ich denke, es kommt besser, wenn wir uns vorerst nicht heilen. Und... ja. Das passt schon. So, nein, dann zeig uns gleich mal deinen Schatten auf. Solange ich nicht heilen muss, halt er auch nicht. Okay, ich denke, das reicht so verständlich. Und ich nehme natürlich gleich wieder meinen Krieger. Ja, du bist doof, du triffst nicht. Also der Boss wird als schwer angedeutet. Ich weiß es nicht mehr. Das ist so lange her, dass ich das letzte Mal besiegt habe. Aber... ich finde ihn nicht so schwer wie Mikbar. Zeig uns einen Schattenlauf. Okay, jetzt haben wir Schild geklatscht. Besteigen, würde ich sagen. Und was benutzen wir denn noch Schönes? Was können wir denn noch mal machen? Das Macht gehen und... Donner. Das ist, glaube ich, ganz schön. Und Momo... Achso, ich habe das ja alles rausgepackt. Momo, was kannst du noch machen? Tempo auf, Ryu. Jo, das ist ganz ordentlich. Der Lava-Ausbruch? Gott. Ich hätte jemanden den Feuerring geben sollen. Scheiße. Oh, das ist auch rein. Naja, es geht. Aber nicht so wie mein Krieger. Ein Donnerkrieger. Boah! Help me! Ja, er wechselt natürlich seine Farbe. Vorher war er rot, wo er gegen die Schnecke gekämpft hat. Und Ryu ist auf einmal auf Ex. Boom. Na gut, dann benutze ich mal die Aura. Guck mal, was er so bei sich hat. Nee, mach nochmal Macht, Momo. Aber Ryu braucht das ganz gut, denn Aura ist toll. So, zweimal konzentrieren, einmal Macht und dann kriegst du eine Runde Aura. Tja, was ich jetzt mache, ist eigentlich sozusagen die einfachste Methode, Bosse und starke Gegner zu besiegen. Einfach einen so übelst hochpushen, dass er ihn fast mit einem Schlag killt. Gut, dann zeig uns mal Aura. Bam! Ja, ich sag's ja, 1254. Was will man dazu sagen? Mach das Ganze nochmal. Versuch's nochmal zu plündern und du machst... Was kannst du denn mal machen? Tja, ich weiß es nicht. Greif mal an. Okay, bisher kann der Pilz noch nicht viel, muss ich sagen. Ragnarök. Okay! Der Mond kommt auf uns zu oder so sah es jedenfalls aus. okay, dafür, dass es so heftig aussah, ist nichts passiert. Auch daneben. Gott. The Round of Losers. So, zweite Mal konzentrieren. Und dann eine Runde letzte Mal Aura. Hätte ich auch mal einen Donner gehen lassen können, egal. Wertiger? Ach, brauchen wir nicht. Schattenlauf hinterher und... greif an!
Wusch! Oh, er lebt noch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt ist er tot. Okay, das ging relativ einfach. Ja, kein großes Ding, oder? Und wir leveln wieder fast. Tolle Konstellation, muss ich sagen, gegen Bosse. Diese drei. Aber ich meine, gegen normale Gegner. Weiß ich nicht. Ich habe mich schon oft gefragt, wie es wäre, wenn mein Vater noch leben würde. Deshalb. No, du wirst das jetzt nicht tun. Ich weiß nicht. Irgendwie fühle ich mich nicht erleichtert, wenn ich höre, dass er seine Versuche nicht fortführen konnte. Wollte, besser gesagt. Wisst ihr, Palins Mutter ist bestimmt nicht froh, so an Maschinen angeschlossen zu sein. Ach so, aktive Sterbehilfe jetzt oder sowas. Richtig. Lass uns gehen. Ja, ich komme eh nicht raus, bevor ich diesen Chat umgelegt habe. Abschalten wird die Versorgung mit Chris unterbrochen. Palins Mutter wird dann endlich in Frieden. Leisten wir aktive Sterbehilfe. Boom. Ja. Gesetzlich nicht okay, aber ich meine, mit so einer Situation ist es doch angebracht. Würde ich sagen. Statt man überhaupt nichts mehr mitbekommt, was man um einen rumgeht, aber man sieht alles. Und tja, man weiß es nicht. Ich war noch nicht in so einer Situation und da möchte ich auch nicht unbedingt hinkommen. Ups, so, ja, ich brauche jetzt glaube ich nicht mehr kämpfen unbedingt. Ich habe gekämpft, aber na gut, das ist noch einer. Hier gleich Schattenlauf draufballern. Gut ist. Boom, kaputt. Tja, ich weiß nicht, soll ich alle Bosse so machen, so wie jetzt, so frutzig, dass ich die halt alle so durchklatsche wie eben? Oder soll ich das nicht tun? Hm, I don't know. Aber ich würde es glaube ich so beibehalten, das erleichtert mir das Spielen und wir sitzen nicht so ewig an dem Boss kämpfen. Und ich reg mich nicht so extrem auf oder muss schneiden, weil irgendwas scheiße läuft, dass ich wieder 50 Minuten im Bosskampf hänge. Das wird dadurch natürlich vermieden. Gut, dann pennen wir noch eine Runde. Speichern brauche ich jetzt nicht. Zwingenderweise. Und dann geht's raus hier. Tja, aber wo wir hinwollen, das weiß ich auch noch nicht, ehrlich gesagt. Denn wir wollten ja in die Anlage und gucken, was der Direktor macht. Den haben wir jetzt umgebracht. Und dann auch noch Sterbehilfe geleistet. Mann, wir sind solche Schwerverbrecher, das gibt's gar nicht. Töten tausende von kleinen Wesen hier, Schaben, Fliegen. Ja gut, das ist vielleicht nicht, aber diese komischen, pädophilen Männer. Und ja, zucken nicht mal mit der Wimper dabei und ja, klauen hier alles und stecken so viel Geld ein und schmuggeln und keine Ahnung alles. Und nichts, wir sind trotzdem die Helden. Aber man kennt's ja. Gut, dann wollen wir mal gucken, wo wir hin wollen. Jetzt fliehe ich aber. Ich würde sagen, erstmal hier raus. Also ich glaube, wir haben uns lang genug hier drin aufgehalten. Nimm die Leiter. So. Wer meint denn jetzt was? Vielleicht kommt ja auch schon was automatisch. No? Okay, dann wollen wir erstmal einfach nur, warum habe ich jetzt gewechselt? Okay, so. Ja. Wollen wir mal gucken, was unsere Feen machen? Sofern wir jetzt keine. Ah doch, wir kommen ins Lager automatisch. Und zu einer sehr aufgekratzten Momo. Sie schreibt ein Buch. Oder Notizen jedenfalls. Momo? Hä? Was? Vielen Dank für eure Hilfe. Ryu, hä? Dank euch konnten wir dem Problem in der Anlage Herr werden. Auch schon da im Ryu. Oh, das?
Nun, mein Vater schien für das Werk mitverantwortlich zu sein. Also musste ich früher oder später sowieso was unternehmen. Tja, wir haben es getan schon. Mein Vater reparierte diese Maschine und wollte mit ihr meine tote Mutter zurückholen. Aber er brach es ab und begann mit der Entwicklung des angereicherten Korns. Ich frage mich, warum dein Vater die Versuche einstellte. Jo. Ich denke, weil er begriff, dass es nicht unnatürlicheres gibt, als die Toten zum Leben zu erwecken. Ja, wir haben es ja schon gesehen an den Zombies. Er liebte Maschinen. Und wusste wohl nicht viel über die anderen Dinge. Aber er war nicht dumm.